Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Genau. Geh zur Kantine, wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest warten. Im Trainingsbereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Frag einfach den Haushälter.
Okay, gehen wir die Grundlagen des Jagens durch. Erstens, halte deine Waffe bereit. Das Großschwert ist eine mächtige Nahkampfwaffe. Nach Angriffen ist deine Deckung offen, aber das ist es die Sache wert. Du kannst die Objekttruhe zur Verwaltung deines Inventars benutzen.
Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Hey! Hier drüben! Genau zur rechten Zeit. Ah ja. Worauf warten wir denn? Die neue Welt wartet auf uns. Okay, das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Regel Nummer 1. Erfülle das Ziel, um die Quest zu erfüllen. Das ist einfach, oder? Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagras zu erlegen. Sehen wir mal auf die Karte. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jagras begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Willst du mal nachsehen? Regel Nummer 2. Benutze die Vorrats...
Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Allzeit bereit. Ah ja. Hey, Partner. Genau. Aha. Sei vorsichtig. Die Gebietskarte zeigt deine Position an und wohin dich die Speerkäfer führen. Du kannst da im Blick behalten. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Du kannst das als Schleudermunition nutzen. Großartig, um die Aufmerksamkeit eines Monsters auf dich zu lenken oder abzulenken. Wähle das Lager auf der Gebietskarte aus, um schnell dorthin zurückzugelangen. Du kannst Honig sammeln und ihn mit einem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen.
kannst das Leuchtmoos als Schleudermunition verwenden. Schieß es an Wände, um dunkle Bereiche zu erleuchten, zum Beispiel Höhlen. Ein Rudel Yagras. Das sind die Monster, nach denen wir suchen. Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Sie laufen weg. Lass sie nicht entkommen. Nimm dir so viele Monstermaterialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Hier drüben!
Ups. Nutze, was du kannst. Reiß dich zusammen, okay? Okay, gehen wir nach Hause und erstatten dem alten Mann Bericht. Gut, dich zu sehen. Okay.
Okay, jetzt wo wir einige Materialien haben, lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können.